Das Haus der Musik lädt seit geraumer Zeit zu Gesprächen der besonderen Art. Clemens Helsberg, der Vorstand der Wiener Philharmoniker, spricht mit Stars aus der klassischen Musik. Die Künstlergespräche sind eine Kooperation zwischen den Wiener Philharmonikern, der Bank Austria und dem Haus der Musik. Ich glaube, gerade diese Auseinandersetzung mit Kunstkultur, im Zuge eines Gespräches, Helsberg mit einem bekannten Dirigenten, das gibt ein bisschen Einblick in das, was uns eigentlich wichtig ist, Kultur fördern. Am 10. Mai 2012 war der argentinisch-israelische Pianist und Dirigent Daniel Barenboim zu Gast. Und Rubinstein besaß diese Fähigkeit, auch einen großen, noblen Klang auf dem Klavier, das klang wie kein anderer Pianist vor ihm, nehme ich an, während seiner Lebenszeit und danach. Und Rubinstein war für mich ein Beispiel auch, weil er war auch ein hochkultivierter Mensch. Er las Balzac auf Französisch, Goethes Faust auf Deutsch, Dostojewski auf Russisch, Don Quixote auf Spanisch. Die Kooperation zwischen dem Haus der Musik und der Bank Austria gibt es seit 2012. Hintergrund ist recht einfach. Uns verbindet mit den Wiener Philharmonikern schon eine sehr, sehr langjährige, vieljährige Beziehung. Sie werden es nicht glauben, aber es sind 110 Jahre Geschäftsbeziehung und seit vielen Jahren auch eine Kooperation auf dem kulturellen Gebiet. Die Gespräche finden 2 bis 3 Mal pro Jahr statt. Für die musikalische Umrahmung sorgen Mitglieder der Wiener Philharmoniker. Neben diversen Anekdoten und prägenden Begegnungen sprach Daniel Barenboim auch über Weltpolitik, konkret über den Konflikt zwischen Israel und Palästina. Barenboim gründete 1999 das West Eastern Divan Orchestra. Das Orchester setzt sich vor allem aus jungen Musikern aus Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten zusammen. Summum, das größte Kompliment, das ich je bekommen habe als ein Palästinenser, sich bei mir bedankt, mehrmals und bedankt und so. Einige Menschen auf der Welt denken an uns, erinnern sich an uns und schicken uns Medikamenten und Ernährung. Aber das würde man ja auch für Tiere tun. Sie kamen hier, spielten Musik und damit haben sie uns unsere Würde zurückgegeben. Niemand kann mir was Schöneres sagen.